Ja, allerdings habe ich mir so gedacht, vielleicht braucht ihr einen Finanzminister für euer Königreich. Wenn es um Kohle geht, Zaster oder Mammon, kennt sich keiner so gut aus wie, ja, meine Wenigkeit. Das wäre eine große Hilfe. Das wäre uns eine große Hilfe. Wenn ihr Finanzminister, dann könnte Zoran Verteidigungsminister werden. Ei, ich kümmere mich um alles, was mit Gewalt zu tun hat. Gahaha. Und da ich selbst mal ein Land regiert habe, könnte ich des Königsberater zur Seite, als Königsberater zur Seite stehen. Unser Imen ist schließlich doch noch recht grün hinter den Ohren. Nein, Roland, du kennst dich in Politik besser aus als ich. Die Regierungsgeschäfte lege ich in deine Hände. Ich ernenne dich hiermit zum Kanzler. Oh. War meine Absicht so offensichtlich? Aber eigentlich bin ich nicht... Als König habe ich das Recht, Posten zu besetzen, wie es mir gefällt. Oder etwa nicht. Aha, der Punkt geht an dich. Also gut, dann bin ich ab jetzt Kanzler. Eure Majestät, wenn eure Majestät befehlen. Thank you. Ich wäre dir sehr verbunden, Roland. Du wärst immer mehr in der Krone hier. Was? Du wächst immer mehr in die Krone hinein, Imen. Achso, das hat Roland gesagt. Oh Gott. Ich weiß selber nicht, ob mir die Krone jemals passen wird, aber ich werde nicht mehr weglaufen. Nie wieder. Das habe ich jetzt beschlossen. Das bin ich euch allen schuldig und mir selbst. Komm, lasst uns das Königreich aufbauen. Hoppla, warte mal. Wir haben das Wichtigste ja total vergessen. Even, du musst dir noch fixen Namen für dein Land ausdenken. Sonst wird das nichts mit der Gründung. Hehe, ich habe schon längst einen Namen überlegt. Und der Name lautet... To call our kingdom. Okay. Wie heißt es? Evermore. Well, Evermore? What do you think? Habe ich das richtig verstanden? Evermore. Minneapolis. Achso, nach Mina. Nach Mina benannt. Das klingt nicht schlecht. Hat es eine bestimmte Bedeutung. Mina bedeutet Glück. In einer antiken Sprache. Namens Nazca. Glück, eine gute Wahl. Okay, damit steht der Name mal also fest. Zeit für eine Ansprache von vor deinen Bürgern, Hoheit. Ei! Da sind ein paar lustige Charakter dabei. Oh. Oi! Oi! Listen up, ye magey curs! King Evan's got a rosin speech for you. Pay attention. Sperrt die Ohren auf. Huldigt mir. Möchte Aufmerksamkeit. Thank you all. Hör zu. Building our new kingdom won't be easy. But we will build it. A beautiful, bountiful kingdom. Where everyone can live happily ever after. Wow. I want you all to join me on this journey. The road ahead may be a long one, but at the end of it, there is hope. Yeah! Yeah. Okay.
glaube, ihr bin jetzt auch ein bisschen beeindruckt. Klasse gemacht. Du König, du. Eieiei. That wasn't half bad. Das ist gut angekommen, jawohl. Nice speech, Evan. Couldn't have done better myself. This is where it all begins. Here and now, our kingdom. Hier beginnt es, unser Königreich. We're with you to the bitter end, lad. Come hell or high water. Thank you, all of you. Na gut. So the people who had heeded Niall's call and flocked to the Heartlands set about building their new nation. And Evermore took its first faltering steps on the road to becoming a kingdom. A kingdom where everyone could live happily ever after. Just as Arinella had wished. Or so he hoped. Ach Gott. Der Junge im Traum. Hallo. For someone with a brand new kingdom, you don't look very happy. Wieso so ein langes Gesicht? Du hast doch endlich dein eigenes Königreich gegründet. I am happy, but I'm worried. There's still so much we don't know. Immer dies Worten. And now there's a force bent on destroying our whole world. How can I ever hope to overcome something like that? You can't, on your own. But you're not on your own, are you? Aber du bist nicht mehr allein, oder? No, not anymore. So. I have friends beside me. The best friends I could ever hope for. No, damit ist auch jeder Dämonengott mal Kleinigkeit. That's right. So turn to them when you need to, and take it one step at a time. You'll get there in the end. I suppose so. I can only do my best after all. Exactly. And your best is only going to get better. I'll see you again soon, Evan. Also dann, bis bald. Yes. See you soon. See you. Kleines Kind aus dem Traum. Im Traum. Möchtest du speichern? Ja. Jetzt speichern wir mal wieder hier oben. Beispieldatei 1 kommen. So, abgeschlossen. Und wir haben in Neuland gespeichert. So, Nokuni 2, da ham, tam, 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 das da unten ist ein tanzendes Knuffel oder Knuffi. Da, mein Königreich, Minneapolis. Schlecht. So, und halten wir jetzt hoch hier. Minneapolis entwickelt sich immer mehr zu einem richtigen Königreich. Ja, nicht wahr? Ich denke, wir sollten uns allmählich konkrete Gedanken über die Führung und Verwaltung des Landes machen. Ich weiß, alle sollten sich versammeln. Chapter 4. Ferdinand. Mighty Ferdinand. Halten wir echt jetzt Hof? Alright. Das Schloss ist endlich fertiggestellt. Jetzt können wir damit beginnen,
uns um die Verwaltung des Landes zu kümmern. Haben wir es nicht vorher gerade gesagt? Das Land wird nun mit Hilfe der Bewohner gedeihen. Inspirationen erreichen, notwendig sind. Ei, bis jetzt hebt es sich hier auch nicht viel anders als ein Windschlangenklippen. Ich habe zunächst einmal alle Landesbewohner, die uns bis jetzt behilflich waren und die spezielle Fähigkeiten besitzen, unter Talente registriert. Ein wichtiger Teil der Führung eines Landesbürger, ihren Fähigkeiten entsprechend zu beschäftigen. Ivan, du hast natürlich das letzte Wort in der Sache. Ich muss also nun anhand der Eignung jedes Einzelnen entscheiden, welche Aufgaben er übernehmen soll, richtig? Also jemand, der gut Getreide mahlen kann, sollte vielleicht Müller werden oder so. Ja, es ist so. Am besten versuchst du gleich mal selbst. Okay, jetzt wird wohl ein kleines Tutorial kommen. Als König musst du natürlich alle wichtigen Entscheidungen von deinem Thron aus vornehmen. Okay, also ist der Thron wohl das Hub, wo ich mein Land regiere. So. Königreich auswählen. Verwaltung des Königreichs. Thronhaus aufbauen, das können Befehling. Dadurch werden immer neue wichtige nützliche Gegenstände sowie Magie verfügbar. Erbaue Einrichtungen und weise ihnen Talente zu, um zur Forschung voranzutreiben. So dass wir nun nach und nach Einfluss gewinnt. All die Einrichtungen kannst du nutzen, beispielsweise Dinge kaufen und Dinge zu kaufen und zu verkaufen. Oder um Waffenrüstung herzustellen. Erst 10 macht ein Minapolis lebenswert. Oh, noch mehr. Kronen. Kronen-K werden unter anderem zum Ausbau des Königreichs benötigt und haben mit den üblichen Gulden G, die bei täglichen Einkäufen zum Einsatz kommen, nichts gemein. Kronen und Gulden, okay. Kronen ist fürs Königreich. Mit Kronen können Einrichtungen gebaut werden, sowie diese auf höheren Rang ausgebaut werden. Auch neue Forschung, Einrichtungen werden Kronen benötigt. Oh, scheiße, wo kriege ich Kronen her? Nicht, dass ich hier echt Geld bezahlen muss. Nimm aus dem Königskasse deine ersten Kronen entgegen. Königskasse. Dank der Minimalen. Insgesamt 2500 Kronen eingenommen. Damit können wir schon mal das ein oder andere auf- oder ausbauen. Königskasse. Blub, blub, blub. So, Kronen sammeln. Dank der Arbeit der Bürger können kannst du so ganz entgegennehmen. Fühlt sich schneller als du denkst und noch mehr dazu einnahmen steigt. Es lohnt sich also regelmäßig nachzusehen. Du kannst die Königreiche außerdem ausbessern, indem du Bürger von Aufträge an Problemen hilfst. Okay, die Schatten sind einzusehen. Musst du nicht in deinem Haus und du kannst dein Vermögen jederzeit im Hauptmenü ansehen. Okay. Los geht's! Benutze deine gesamten Krone und erbaue eine Einrichtung. Unter Königreich ausbauen kannst du Einrichtung auswählen, bla bla bla. Jede Einrichtung trägt ihre bei Forschungsmöglichkeiten und Handwerk. Durch die Erweiterung höheren Gang kannst du außerdem ihre Funktion weiter ausbauen. Damit ist besonders die Erweiterung des Schlosses wichtig. Dieses direkte Einfluss, wodurch die Einrichtungen für den Bau verfügbar werden.
Die Erweiterung des Schlosses sind viele Gründe. Zunächst vorhandene Einrichtungen, um den Einfluss zu gewinnen. Kasse zu füllen. Beginnen wir die Auswahl des Königs Schloss. Der vier Ministerien des Landes zu Richtung erbaut. Okay. Oh, Treibe Entwicklung Königreich aus. Oh. So. Atelier, Magielabor, Waffenwerkstatt, Profiküche, Kopierzeug, Waffen erforschen, herstellen, verbessern, Ausstattung erforschen, Zauber erforschen, komm, machen also das, Einrichtung bauen. Gar nicht mal so teuer. Atelier ist fertig. Okay, wenn das alles so billig ist, verbessere ich alles. Waffenwerkstatt. Baukosten 53. Labor fertiggestellt. So. So, Forschung. Jetzt Forschung endlich beginnen. Ich mache Einrichtungen, wo betrieben werden. Sogar neue Techniken für die Freunde verfügbar. Gern muss ausreichend Expertise von Talenten sowie Kronen benötigen. Für manche Forschungsgebiete gibt es zusätzliche Anforderungen. Forschungen benötigen natürlich Zeit. Je schwieriger das Gebiet, desto länger dauert die Forschung. Abgeschlossen. Forschungsniveau 100% erreicht. Forschungszeit ist geringer, je höher die Expertise eines eingesetzten Talentes ist. So. Zuweisen von Talenten. Natur, Magie, Technik, Verteidigung. Für die Forschung in der Einrichtung sind Talente notwendig. Jedes Talent ist einzigartig. Besser oder weniger gut. Bewertet anhand von der Expertise der vier Kategorien. Expertise ist für die Forschung von entscheidender Bedeutung. Ein Talent mit hoher militärischer Expertise ist also am besten für Forschung in diesem Bereich geeignet. Darüber hinaus verfügt jedes Talent über individuelle Spezialwissen. Moment. Einfach Penny. Bla bla bla. Ich gucke mir gerade das Bild an. Effekt vorausgesetzt, ist richtig eingesetzt. Weise der Waffenwerkstatt ein Talent zu und beginne mit der Forschung. Okay. Waffenwerkstatt. Talent zuweisen. So, jetzt kann ich forschen.
Achso, ich muss 100 erbringen. Okay, dann setzen wir noch Carlo dazu. Und Pierre. So, und jetzt sollte doch die Expertise reichen. Nahkampfwaffen 1. So. Ich glaube, das haben wir auch gerade erreicht. Erforscht. Nahkampfwaffen wurde vollständig erforscht. Geile Sache. So, die Forschung scheint abgeschlossen zu sein. Ja. Es ist nicht nur Forschung möglich. Weißt du, landwirtschaftliche Einrichtungen wie Felder. Ein Talent zu werden diese regelmäßigen Abständen Materialien ab. Regierungsmodus entnehmen, zeigen den Bürgern, dass du Arbeit schätzt, indem du ihre Produkte entgegennimmst. Denn ist der Platz im Labor ausgeschöpft, stoppen sie die entsprechende Einrichtung und ihre Position. Sieh also regelmäßig nach, bevor das Lager aus den Nähten platzt. Materiallager. Das Führen eines Landes ist nicht leicht, wenn du dir unsicher bist. Hey, ich bin noch nicht fertig. Es gibt nicht nur Einrichtungen für die Ausrüstung, sondern auch für Magie und Profis, Knuffis. Fällt mir ein, im Moment haben wir noch niemanden unter uns, der mit der Einrichtung für Profis trauen können. Wir brauchen jemanden, der sich so richtig gut mit Knuffis auskennt. Die Oma, oder? Genau, jemanden, der sie in der Nähe erforschen kann. Wenn ich nur wüsste, wer dafür in Frage kommen könnte. Ich hab's! Tante Martha! Wer ist Tante Martha? Ich habe auch unterwegs jemanden getroffen. Sie war uns eine große Hilfe. Wenn jemand Knuffis ausgehen, dann sie. Dann sollten wir nicht länger Zeit vertrödeln. Brech mir auf. So, ich möchte aber trotzdem noch mal ganz kurz hier hin. Ich habe ja nicht nur die Knuffi-Küche. Königreich ausbauen. Was geht hier? Metalllabor. Monsterjägercamp. Platz für einen Hof. Hobbyfeld. Kaserne. Platz für Penny's Farm. Dosenfischmarkt, möglicher Bazar, Schneiderei, Hobbyfeld. Ein kleines Feld. Talent zu weiß. Thank you.
erforschen. So. Talent zuweisen. Ja, zurück zum Thronsaal. Ja, zurück in die Stadt. Zurück in den Thronsaal erstmal. So. Haben wir ein bisschen was erledigt. Lade Tante Martha ein. Ja, ich würde gerne speichern. Spielstand 2. So. Müssen wir das Portal wiederfinden. Was ist hier? Come to do some shopping, eh? Ich möchte das einkaufen, nein. Ich möchte das. Ich hab's mir I'll be seeing you again then. Supermarkt. Ihr Penny und ihr Pennymarkt. Gehen wir kurz hier raus. Scheiße, wo war das?